Alles. Irgendwo hier ist gar Du kein hast schon Krokodil. wieder ein Krokodil am Arsch. Drei Stück. Fantastic. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge Order and Chaos Online. Neben mir steht der liebe Mr. MBFYT. Juhu! Und dahinter, wenn ihr es richtig seht, ein riesiger Kürbis, der ungefähr genauso groß ist wie der liebe Ja, Fred. Das ist, müsste fast passen, also. Und ich bin riesig. Also quasi, er wohnt in dem Kürbis. Ich wohne da drin, genau. Ich habe mir da so ein Häuschen schon drin gemacht. Ja, also was erwartet euch? Wir wollen das Spiel mal antesten für euch. Wollte ich mal so in der Kürze der Zeit mal zeigen, was man so machen kann. Worum es sich handelt und so weiter und so fort. Ihr seht es ja schon, man kann hier rumlaufen, man kann mit anderen Spielern interagieren. Ich habe den Don schon als Freund hinzugefügt, was wir jetzt hier sehen. Gülden kann man auch grinden. Aber das geht, glaube ich, was ich, glaube ich, vorhin gesehen habe, wo ich das ausprobiert habe, irgendwas von wegen einer Levelstufe muss da erst verfügbar sein. So genau weiß ich das auch nicht. Im Endeffekt lassen wir uns gerade auch. Wir sind beide Level 4, er ist ein Elf, ich bin ein Mensch. Richtig. Und bin noch mal Unterklasse vom Mensch, bin ich noch Krieger. Zwerg, was? Ich bin. So. Ja. Ich bin nicht Matthias übrigens. Aber okay, ich weiß auch nicht, warum da immer bei dir steht zum Beispiel der Freundliche drüber. Ja, bei mir kennen die dich denn noch nicht? Nein, das liegt, glaube ich, daran, weil wir uns als Freunde hinzugefügt haben. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt nämlich hier links, bei uns ist es jetzt so, wir sitzen im Teamspeak, aber es gibt auch die Möglichkeit, über Ingame miteinander zu quatschen. Genau. Das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber ist auf jeden Fall auch verfügbar. Gemutet habe ich dich erstmal, aber ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendwie ein Sound durchkommen würde. Genau, ansonsten ist es halt ein Multiplayer-Spiel, so im Stile, sage ich jetzt mal, von World of Warcraft. Du kannst halt hier rumlaufen, Quests erfüllen, looten und dann quasi dein Equipment verbessern, und dann gegen stärkere Gegner kämpfen und dann auch mit Leuten zusammen gegen Gegner kämpfen. Gegen Leute kämpfen natürlich auch. Du kannst Leute auch noch zum Duell herausfordern. PvP, genau. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal sofort rein und gucken mal, dass wir jetzt mal irgendwie mal so eine Mission reinkriegen. Ich weiß aber auch noch nicht ganz genau, was die Symbole genau alles zu bedeuten haben. Also wir sehen es jetzt, oben rechts sehen wir die Karte. Mini-Ansicht. Du siehst jetzt ein Schild, ein Schwert und dann siehst du noch so eine Schriftrolle und quasi rot und grüne Symbole. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was das zu bedeuten hat. Muss man auch noch dazu sagen, wir spielen jetzt auf dem EU-Server und sind im arkanischen Wald, wenn ich das richtig... Ja, arkadischer Wald, in dem arkadischen Wald unterwegs. Ah, okay, ich hab's jetzt noch. Also du kannst... Also gut, das ist natürlich auch, war eigentlich im Grunde selbsterklärend, für mich war es jetzt mal wieder ein bisschen blöd. Auf dem Schwertsymbol kannst du dir natürlich Waffen kaufen. Auf dem anderen Symbol kannst du dir natürlich dann ein Schild kaufen oder halt auch Kleidung kaufen. Oben auf der Karte, das ist das grüne Symbol. Ja, aber wie siehst du jetzt, welches Symbol was bedeutet, meinst du? Da siehst du ja ein Schwert abgebildet zum Beispiel. Ach so, ich dachte, du würdest das wirklich wissen. Nee. Ich bin ab quasi auf das Schwert draufgeklickt oben, beziehungsweise auf den Kerl, der das. Auf den Waffenhändler und jetzt kann ich das quasi mir holen. Okay. So. Das heißt, wir müssen irgendwie so ein gelbes Ding. Ich habe vorhin irgendwann haben wir so ein, zwei Quests. Genau, die gelben oder beziehungsweise die goldenen, die zeigen dann an, ob da eine Quest ist, eine Aufgabe ist. Und wir können Drachen, wir können hier die Wölfe töten. Wo bist du noch hier? Bei mir in der Nähe? Ich klicke dich jetzt einfach mal an, dann läuft er ja automatisch zu dir. Das ist schon mal nicht. Ja, das ist nämlich auch ganz cool. Wenn man hier links angezeigt ist und als Freund markiert ist, dann kann man einfach andrücken, dann drücke ich oben auf den. Allerdings haben wir die Aufgabe ja schon gemacht. Also ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen aus dem Dorf raus, weil man hier im Dorf jetzt im Grunde nicht mehr so viel hat, was man machen kann. Würde ich jetzt vorschlagen. Ja, machen wir das. Deswegen laufe ich dir mal. Ich habe jetzt echt die größte Zoom-Stufe hier rauf gemacht, damit man auch noch ein bisschen was von der Welt sieht. Kann sein, dass es ab und an mal so einen kleinen Mini-Lag gibt oder so. Es ist halt, ihr seht, das Spiel ist wirklich grafisch natürlich schon sehr aufwendig. Und jetzt laufe ich hier gerade irgendwie durch die Karpaten durch, okay? Die Karpaten? Und vorne wurde es auch die ganze Zeit von Krokodilen angegriffen. Genau. Bist du noch hinter mir? Ja, ich bin hinter dir noch. Du kannst natürlich gegen Tiere kämpfen. Das ist, denke ich mal, am Anfang noch der Hauptbestandteil, dass du gegen Tiere kämpfen. Ja, sinnvoll, wenn man halt erstmal so anfangen muss, sich die ersten Skills anzuhalten. Dass man sich erstmal hier ein bisschen die Tiere da vom Leib hält. Ich bin irgendwie direkt im Kampf. Ja, das Viech hat dich attackiert. Wow. Ich helfe dir mal eben. Oh. Also ich mache 38 Damage. Bam, Junge, ich mache 19 Damage. Nee, ich mache 36, wenn ich meinen Pfeil benutze. Oh, jetzt ist er schon fast down. Zack, kann ich looten? Genau, wenn die dann so gold leuchten, die Tiere. Lassen die sie was fallen. Genau, und dann zum Beispiel Stiefel. Da wollt ihr mich verarschen, was ist denn jetzt hier für eine... ich will nicht sterben. Okay, warte mal, ich kann jetzt hier alles nehmen oder ich kann irgendwie würfeln? Das hatte ich eben auch. Alles nehmen. Boah, du dummer Wolf. Jetzt geh doch kaputt. Zauber noch nicht bereit. Kann die aus irgendeinem. Guck mal, ob du die aufnehmen kannst. Warte, ich muss jetzt erstmal den Wolf hier kaputt machen. Das dauert.
Mach doch den Kackwolf kaputt. Und nicht aufnehmen. Alter. Ah, ich muss Level 5 sein. Ich kann die nicht benutzen. Dazu muss ich Level 5 sein. Warte mal. Ich bin auch echt noch in der größten Zoom-Stufe drin. Ich muss mal wieder ein bisschen rein. So. Jetzt gehe ich mal da drauf. Also, Chris, aber. Ach so. Stiefel des Bohrmeisters habe ich bekommen. Und ja, Zahn. Ja, aber du musst Level Zahnbruch. Level 15. Zahnbruchstücke, ja. Und minderwertiges Fell. Wieso? Also, das kann ich jetzt nicht nehmen, weil ich noch nicht so weit bin. Ja, ich konnte es auch nicht nehmen, weil man halt Level 5 sein muss. Mann, schade. Ihr könnt natürlich auch also euren Charakter, also wir sehen es jetzt, ich habe es einfach mal draufgelegt, also wir sehen es jetzt hier, wenn man oben links auf den Charakter klickt, hat man den Beutel, wo man sein Zeugs halt drin verstauen kann. Beim Charakter sieht man, was man dem so anziehen kann und so weiter. Aufträge, das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn wir da mal draufgelegt. Man sieht es bei mir, Krokodiljäger habe ich fertig. Auftragsbuch 4 von 12. Und dann seht ihr es halt, das ist natürlich jetzt ein bisschen aufwendig, will ich jetzt auch nicht alles durchgehen, ich wollte es nur mal kurz zeigen. Dass man dem Charakter halt was zum Anziehen geben kann und dass man jetzt hier an der rechten Seite noch das Menü hat. Zum Beispiel habe ich jetzt so einen Trank genommen und der füllt dann auch wieder ein bisschen Lebensenergie auf. Genau, und Brot habe ich da noch drin liegen. Ah ja, das könnte ich auch mal gleich nehmen. Das könnte ich auch mal eben noch schnell benutzen. Jetzt setzt er sich hin und frisst, das ist auch geil. Ist das so? Oh, das setzt er sich, oh, da ist eine Spinne. Wollen wir die mal angreifen? Natürlich. Ich muss auch fertig mein Brot essen, ja? Jetzt kein Stress. Was mich ein bisschen stört, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt einfach nur an meiner Dummheit liegt, dass ich den Chat nicht richtig ausblenden kann. Das ist natürlich auch echt praktisch, wenn man den ausblenden könnte. Weil kleine giftige Weberspinne, die muss natürlich jetzt kaputt. Ich dachte, der Marbo-Il wäre gar nicht hier. Es ist aber eigentlich gar nicht mal schlecht, dass du Fernkämpfer bist. Das ist auch eigentlich, das ist ja so, wie man das öfters mal schon mal kennt. Okay, ja, das ist nicht. Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass du wieder auf Vollkontakt gehst. Und dann das ist aber bei Diablo war ich auch immer Paladin, also auch Nahkämpfer. Also das ist halt so. Ja, wie gesagt, ich bin schon immer so der Typ gewesen, der sich hier den Pfeil und Bogen. Na gut, solange man sich da ein bisschen abspricht, ist das ja auch gut. Dann nichts. War aber nicht mal abgesprochen. Ja, war es auch nicht. So, ich würde nur sagen, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Ja, vielleicht Richtung Krokodile. Wir waren ja da vorne schon mal in der Richtung. Genau. Und vielleicht finden wir da irgendwas, wo wir einen richtigen Auftrag machen können. Da ist ein Spieler zumindest schon mal. Und ein. Was ist das? Ist das bei dir jetzt golden oder ist das noch. Ist das weiß? Ist Gold. Ja, König der Wildnis. Bei mir ist das nämlich. Sorge, die Schwangere von einsamen Zerschmetterer. Bei mir ist das nämlich weiß. Das heißt, ich habe das schon mal gemacht, aber möchte das. Ja, wo ich das. Nö, wir müssen das ja nicht nochmal machen. Lass es weiterlaufen, wenn du das schon mal gemacht hast. Na gut, dann. Das muss ja nicht sein, ne? Ja, gut, wäre jetzt. Nicht, dass der langweilig wird. Hier sehen wir jetzt noch ein paar umgehauene Bäume. Und jetzt laufen wir zum See, ne? Ja, hier vorne liegen auch immer noch tote Krokodile, die wir vorne geschnitzelt haben. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein rotes Symbol. So, das rote Symbol bedeutet? Das ist Trading, ist das, glaube ich. Oder nee, Wegzeichen. Wegzeichen ist das. Wegzeichen, genau. In der Stadt selber waren nämlich auch so Trading-Symbole, da konnte man dann irgendwie dann. Ich laufe jetzt einfach mal hierher, und um einfach mal zu gucken, okay, hier waren. Oh, ich wurde schon wieder. Dieses Krokodile. Oh shit, jetzt brauche ich doch, glaube ich, deine Hilfe. Okay. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich stehe hinter diesem Sackkarren. Jetzt klicke ich einfach mal deinen Namen an, dann müsste ich dich doch eigentlich. Zwei Krokodile gleichzeitig angegriffen. Ich werde mir auch direkt mal einen Heal-Spell gönnen. Ach, du stehst hinter diesem Handelswagen, ne? Jo, hier. Ja. Hier ist noch einer. Greifen mich beide gleichzeitig an. So, und unten kann man, ihr habt es jetzt gerade gesehen bei mir in der Leiste, da kann man unten quasi wenn man hinterher mal mehrere Zauber zur Verfügung hat oder mehrere Fähigkeiten zur Verfügung hat, kann man die sich da so ein bisschen hin und her ziehen, wie man das am liebsten will. Zauber noch nicht bereit. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Zauber zur Verfügung, wo ich gleich erstmal gucken muss, was die überhaupt können. So, jetzt kriege ich hier ein bisschen Unterstützung und jetzt müsste das Krokodil eigentlich gleich. Ja, das ist kaputt. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel noch, kann man noch ein bisschen sich wie ein Bergmann betätigen. Und noch hier ein bisschen was müsste. Was ist das? Bronze? Bronzeerz. Alles nehmen. Ich habe meine Freundin gefunden, aber irgendwie will sie nicht mit mir reden. Qui Julian, die einzigartige Kampfmeisterin. Aber ich glaube, sie hat noch keine Quest für uns. Ach, da hinten? Zumindest will sie nicht mit mir reden. Ey, das ist doch nicht wahr. Diese Krokodile hier, ne? Ja, die sind ein bisschen nervig gerade, aber immerhin. Vielleicht, da kriegt. Ach, dann, vielleicht steigt man dann ja schon ein bisschen auf. Ja, doch, auf jeden Fall. Du siehst ja deine EP-Leiste. Ja, die sehe ich. Mach jetzt, du! Entwickelt. Mensch. Zack. So, lass uns mal Richtung über Brücke gehen und mal gucken, ob wir da drüben irgendwo eine Quest kriegen. Alles klar. Du hast schon wieder ein Krokodil am Arsch. Drei Stück. Ich laufe jetzt einfach vorbei. Läuft einfach weg von den Krokodilen. Ja, genau. Jetzt muss ich auch hinter dir herlaufen und muss gucken, dass ich aber auch nicht
nicht von den Krokodilen hier gefressen werde. Nee, da sind keine mehr, die laufen uns nicht mehr hinterher. Die Frage ist nur, wo laufen wir jetzt hier eigentlich hin? Wir müssen ja irgendwie ein bisschen da berghoch. Ich habe auch so einen Pfeil, der mir anzeigt, wo ich hin soll. Ach so. So einen blauen. Ja, den habe ich auch. Ah, klar, dann hast du doch. Ich habe aber auch einen goldenen Pfeil auf der Karte. Ah, hier ist was. Siehst du das? Wo? Das Symbol auf der Karte? Ja. Irgendwo ist hier ein... Hier oben, ich stehe schon davor. Helfende Hand. Sammle 6 Güter und bringe sie dem Fahren. Ich weiß nicht, ob wir die nehmen können, weil da steht bei mir so eine kleine 6. Okay, was müssen wir machen? Sammle 6 Güter und bringe sie dem fahrenden Kaufmann Garibi im Dorfschweigen. Wähle einen Gegenstand. Mittlerer Heiltrank oder mittlerer Mana-Trank. Ich denke mal, Mana-Trank ist ja wahrscheinlich für mich nicht so interessant, weil ich ja kein... Ja, für mich auch nicht. Und verlorene Ware, Auftragsgegenstand, Artikel, die jeder Straßenverkäufer führt, annehmen. Okay, ich habe den jetzt angenommen von Endurian. Ich kann den nicht mehr annehmen, glaub. Du stehst auch im Feuer. Das habe ich auch gerade gesehen, aber ich glaube, ich kann den gar nicht annehmen. Ich weiß nur, dass jetzt irgendwas ist jetzt hier am Leuchten. Hä, ich komme irgendwie mit dieser... Ich bin tatsächlich, was die Welt angeht, auch echt noch überfordert mit dem, wo es lang geht, was ich machen kann. Aber ich kann mit ihm nicht kommunizieren, auf jeden Fall. Ach so. Eben gerade probiert, aber nachdem du die Quest angenommen hattest, war das dann vorbei. Hast du denn mittlerweile, hast du auch diese... Ah, hier ist doch was. Was? Ich habe gerade was eingesammelt. Okay. Verlorene Ware, ah, das ist sie doch. So, das war das erste. Nee, warte mal, wo muss ich denn hinlaufen? Ah, da ist oben ist noch eine. Du stehst gerade davor, ne? Ich weiß, ich habe die jetzt eingesammelt. Mein Beutel ist voll. Ich habe schon so viel gelootet. Echt? Hast schon so viel mitgenommen? Ich muss, glaube ich, scheinbar erstmal hier entleeren. Ja gut, ihr seht natürlich jetzt am Anfang, sind die Sachen, beziehungsweise die Quests noch nicht ganz so schwer. Ne? Ist ja auch logisch, man will ja erstmal ein bisschen reinkommen. Oh, ein Eichhörnchen und eine Giftspinne. Also ich habe meinen Beutel mal erweitert. Das ist gut. So, jetzt habe ich 4 von 6 verlorene Waren. Es müssten auf der anderen Seite, müssten jetzt noch... Warte mal, da sind noch 2. Da ist noch eine. So nein, nicht das Eichhörnchen. Töte lieber die Spinne. Zack, ein Schuss. So. Wo ist... Nee, warte mal. War jetzt die letzte... Entweder ich bin wieder blind oder ich... Wir sehen diese Ware jetzt nicht. Was denn? Ich weiß es auch nicht. Also hier liegt ein totes Eichhörnchen. Wo ist denn die... Hier oben liegt noch einer, also ich sehe hier noch Ware. Ah, okay, dann laufe ich mal eben zu dir. Ganz hier oben, wo bist denn du überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ah, da bist du. Okay. Hier oben bei mir ist noch einer. Ach, da ist noch einer. Gut. Ich baue jetzt erstmal hier mit meiner Spitzhacke das ab. So, helfen an, sammle die verlorene Waren 6 von 6. Habe ich jetzt gemacht. Kannst du es zurückbringen, oder was? Was kriegst du dann dafür? Das ist eine gute Frage. Ob ich jetzt das überhaupt zu ihm hier zurückbringen muss? Nee, zu dem Händler im Schweigen, whatever. Ich krieg auch minus 42, wenn ich so ein Eichhörnchen okay, bringe. Okay, gucken wir mal, wo wir sind. Also, ich habe jetzt mal gerade die Karte aufgemacht. Wir sind natürlich im arkadischen Wald. Mhm, und wir müssen aber nach rechts steigen. Wir müssen so nach links, oder nicht? Bei mir auf der Karte ist das nach links. Meine ich ja. Never mind. Also, das ist immer das Problem, was ich habe, wenn ich laufe, dass ich quasi nie weiß, in welche Richtung sich dieser Fall dann bewegen wird irgendwie. Das ist ein bisschen komisch noch. Dann, Wir müssen jetzt aber, achso, wir müssen über die Brücke jetzt drüber quasi, dann weiß ich, wo es hergeht. Müssen wir quasi hier oben her jetzt. Ja, genau, wir müssen nämlich nach oben und nicht nach unten. Ja. Dachte ich nämlich auch gerade schon. Ah, bist du denn jetzt? Bist du schon weiter? Ich laufe jetzt gerade zur Brücke. Also bist du berghoch gelaufen? Genau. Okay, ich bin auf dem Weg. So. Man kriegt, glaube ich, auch minus bestimmte, vielleicht Punkte, wenn man ein Eichhörnchen tötet. Weil echt? Ich glaube, man soll Eichhörnchen nicht töten. Ich hab grad, also bei mir stand was von minus 42. Ich weiß doch nicht, was das bedeutet. Ich habe gerade Beute bekommen, spröde Spinnen, irgendwas. Das könnte doch eigentlich für dich interessant sein, oder nicht? Weil du einen Bogen hast. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwie vielleicht für dich, ob ich das mit dir tauschen kann oder so. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Mhm. Das dann irgendwie noch interessant ist für dich. So, wir müssen jetzt dem Weg folgen einfach, ne? Hier ist übrigens auch noch alles voll dieser Beute, die du da vorne einsammeln solltest. Kann man die jetzt wohl noch nehmen? Nee. Weiß ich nicht. Also ich konnte. Ich kann sie nicht mehr nehmen. Ich kann verlorene Ware. Ach, guck mal, ich habe die Quest nämlich doch. Ja, siehst du mal. Weil du die auch angenommen hast. Dann nehme ich jetzt auch gerade nochmal 6 Stück mit. Nimm dir doch, gönn dir das Zeug und dann. Komme ich dir nach eben. Ja, ich warte eben, gucke eben, wie du es da aufnimmst. Und guckst mir nur zu, wie ich mich hinknie. Gib's doch zu. Ich springe so lange bis hier auf dem Baumstamm rum. Hui, hui. Nein, töte lieber ein paar von den Eichhörnchen. Ich töte jetzt eine Spinne.
Die invasieren, genau, invasieren. Das ist ja momentan wirklich so, ne? Weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist momentan ja wirklich so, dass die. Irgendwer hat mal so ein amerikanisches Eichhörnchen hier eingeschleppt und seitdem verdrängen die dann die Einheimischen. Ja, das ist wie mit den Ameisen und deswegen tun die auch irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. So. Das ist wie bei den Ratten in. Oh mein Gott, wo war das? Ich habe jetzt ein minderwertiges Fell aufgenommen. Der Anhalter durch die Galaxie. Ja, den kenne ich auch. Genau, da sind doch die Ratten auch, die Mäuse, die Führer der Welt. Ich habe jetzt die Quest, also ich habe alle 6. Okay, dann immer der Nase nach und dann. Oh, warte mal, hier ist noch was an der Seite, genau. Nimm das auch mal mit. Hier diesen Kristall, den kann man doch schon auch noch mal irgendwie gebrauchen. Ja, ich hab's probiert, aber es geht nicht. Stimmt. Kannst du den benutzen? Nee. Kann auch nichts mitmachen. Der sah nämlich irgendwie ein bisschen fancy aus. Ein bisschen fancy. So, wie weit müssen wir? Ach, nach da unten. Das wird uns sogar. Nö. Ja, ich habe jetzt so zwei. Also ich habe auf irgendwas geklickt und bin aus der Map geflogen. Aus der Map geflogen? Nein, nicht aus der Map geflogen. Ich habe, glaube ich, irgendwo Nein gedrückt, wo ich nicht hätte Nein drücken dürfen. Ich reconnecte, aber das ist nicht so schlimm. Ich werde ja wieder da weiter. Das ist nämlich auch cool, wenn man aus dem Spiel rausgeht, kommt man auf denselben Punkt wie auf dem man vorher beendet hatte. Also ich bin gerade aufsehen auf unten links im Menü gegangen, weil ich was nachgucken wollte von der Map und habe zu schnell auf Nein gedrückt, weil. Weiß ich auch nicht, das sind diese Reflexe. Ich muss mal gerade eben gucken, wo ich jetzt hier bin. Also, ich müsste jetzt, du musst jetzt ein bisschen höher laufen quasi. Warte mal, ich kann doch einfach. Ja, du kannst mich ja einfach anwählen und dann einlaufen. Also, ich bin jetzt quasi gleich vor diesem. Was läuft denn hier für ein riesiges Vieh vorbei, ey? Was die hier rumreiten. Das ist. Keine Ahnung, was das ist. Ja, genau, noch eins. Wo bist denn du? Ich bin ein bisschen weiter hochgelaufen. Also, ein bisschen weiter runtergelaufen. Warte mal. Weil gerade kann ich dich nicht anklicken. Ja, ich muss, glaube ich, ein bisschen in deine Nähe. Also, weißt du, manchmal kann man das ganz leicht anklicken. Ja, das ist, da bin ich jetzt. Ein bisschen unter dir. Ja, das ist, glaube ich, nur so ein. Sieht aus wie ein Meerschweinchen. Das ist halt, glaube ich, ein bisschen auf die. So ein bisschen reichweitenmäßig beschränkt, würde ich sagen. Nein, Meerschweinchen haben nicht solche großen Ohren, oder? Ja, aber das ist quasi noch so eine Art, würde ich sagen. Eine Art Meerschweinchen. So, und jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir hin müssen, damit wir da mal diese Quest abschließen. Und wenn halt relativ viele Spieler sind und wenn das halt ein bisschen aufwendig ist, dann kann es natürlich schon mal sein, dass man ab und zu mal einen Leck drin hat. Also sieht das ja auch. Tut mir leid, aber das ist halt. So viele Leute, die auch gerade spielen. Ja, das ist halt, wenn echt viele Leute auf einmal jetzt hier auf einem Haufen sind und so weiter, wisst ihr Bescheid. So, jetzt mal eben gucken, dass wir mal eben jetzt hier das. Welchem von denen müssen wir denn? Das ist eine gute Frage. So viele. Ich glaube, zu dem Güldenen. Ja, aber hier sind überall Güldene. Nö, ich sehe grüne, aber kein Güldenes sehe ich nur ein einziges. Das ist hier. Wo bist du? Wildschwein. Nee, warte mal. Nee, das ist ja quasi das. Alter. Das ist was anderes. Nee, ich habe hier auch mehrere. Ich habe hier jetzt plötzlich auch mehrere Aktionen offen noch, die ich machen könnte jetzt. Ja, richtig. Oh, guck mal, das ist so eine Hexe mit Kürbis. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier bei dieser netten Frau am Bollerwagen könnte ich jetzt noch was machen. Ah, das ist. Ja. Ich muss noch weiter hoch, glaube ich. Bist du dir sicher? Ich muss, glaube ich, zu so einem gelben Pfeil, oder nicht? Also bei mir werden so viele Dinge angezeigt auf diesem einen Punkt. Ich lauf da jetzt mal hin. Gelber Pfeil? Ach ja, vielleicht laufe ich dir einfach mal nach. Oder halt der blaue Pfeil, der ja sowieso generell vor allem angezeigt wird, ne? Den kriege ich nicht mehr. Nicht? Der wird mir nicht mehr angezeigt. Ja, toll, ich komme nicht rüber. Ich müsste jetzt schon diese Schlucht entlang, aber irgendwie. Was mich wundert, dass ich dich jetzt wieder nicht anklicken kann. Weil ich zu weit weg bin wahrscheinlich. Das ist ja unnormal. Also normal kann ich ja links immer auf dieses. Welche Richtung bist du jetzt gelaufen? Richtung diesem. Das ist eine gute Frage. Ah, da bist du doch, da bist du doch. Du bist gerade mal vorbeigelaufen. Stehst direkt neben. Der Pfeil zeigt auch in eine Richtung. Ich habe diesen blauen Pfeil noch. Deswegen laufe ich jetzt. Ich laufe jetzt einfach mal der Straße mal entlang und gucke mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Also ich glaube, dass wir zu diesem gelben Symbol müssen. Ja, aber zu welchem gelben Symbol? Ich hab mehrere. Ah, hier, zu der Händlerin, die hat auch so einen blauen Kreis um sich. Helfende Hand, sammle die verlorene Ware 6 und 6. Die Kutsche schon wieder wo kaputt. Bist du? Ach, der arme alte Endurian. Ach, da bist du. Und jetzt können wir nämlich hier. Die hat auch, siehst du das bei dir? Die hat so ein gelbes, so ein blaues Ding um sich. Okay. Und dann können wir jetzt. Danke, Waldwerfer, dass du mir die Ware gebracht hast. Nimm das hier für deine Mühe. Also ich nehme jetzt auch den Heiltrank. Ich habe den mittleren Heiltrank genommen jetzt. Genau. Dann würde ich sagen, wollen wir dann diese eine Quest machen, die jetzt quasi direkt dahinter ist? Zack. Die jetzt hier noch auf der anderen Seite ist? Ich gucke jetzt mal im Inventar, ob ich das jetzt auch bekommen habe. Nicht, dass die mich hier
über den Tisch gezogen hat. Also ich gehe jetzt mal hier rüber und guck mal, ob hier noch... Warte mal, wo war denn jetzt hier noch was? Ich habe ihn bekommen. Ah, hier ist noch was. Hier ist noch dieses Symbol mit dieser Schriftrolle, wo ich gerade stehe. So, wenn ihr übrigens Sachen an dieses Menü rüberziehen wollt, das hat der liebe Fred vorhin rausgefunden, dann drückt ihr einfach lange drauf und zieht es dann rüber in das Inventar und dann könnt ihr das nämlich während dem Fight schneller öffnen, anstatt jedes Mal in das Menü zu gehen, falls ihr einen Heal-Spell braucht. Ich habe so relativ viel Zeug, habe aber irgendwie kein Gold. Das kann man nicht irgendwo verkaufen, einfach. Wie sieht das eigentlich aus? Wie lange wollen wir die Folge noch machen? So von der Zeitlänge? Ich weiß ja nicht, wie lange wir aufnehmen. Das ist ja das, ne? Ja. Wir haben jetzt eine Quest gemacht. Würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge die nächste Quest. Alles klar. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei hoffentlich einer neuen Quest und neuen Belohnungen. Und vor allem müssen wir unser Gold unsere Items loswerden, damit wir mehr Gold kriegen. Genau. Dann bis gleich. In der zweiten Folge.